Wenn es ums Lernen geht, geht es darum, schön organisiert zu arbeiten. Und sich mit Textmarkern an die Arbeit zu machen, ist eine super Lösung. Ach, dieser Test wird ein Kinderspiel. Hey, ohne Wasser funktionieren meine Gehirnzellen nicht. Zeit nachzufüllen. Au! Naja, wie schon gesagt. Ja. Ja, ich bin voll bei dir. Jennifer! Echt jetzt? Meine ganze Arbeit. Ah, das ist doch kein Spielzeug, Jennifer. Wie soll ich denn jetzt lernen? Ach, komm mal runter, Kate. Zitronen haben noch mehr drauf, als nur in deinem Wasser zu schwimmen. Wow, wie geht das denn? Oh, das ist ja voll die magische Frucht. Ja, wenn du dich das nächste Mal vermalst oder einfach nur unvorsichtig warst, kann dir eine Zitrone den Tag retten. Ziemlich cool, oder? Aber fürs Wasser nimmst du besser eine neue Zitrone. Chloe, das Mädchen hier hat Rotze aus ihrer Nase geschossen. Ups. Ja, ich bin manchmal ein kleiner Schussel. Mann, alles über meine Zeichnung, Mabel. Ach, warte, schau mal. Hey, das sieht hier aus wie ein flüssiger Regenbogen. Wow. Warum nicht deine eigenen Farben aus Süßigkeiten machen? Gib einfach etwas Wasser hinzu und schau zu, wie sich ein Regenbogen bildet. Oh, dieses Lila wird echt schön. Ja, schau dir mal das Meisterwerk an hier. Das solltest du auf jeden Fall einrahmen. Und wie findest du meins? Gute Gelegenheit für eine kleine Kostprobe, Chloe. Hey, unterbrech den Vortrag mal für eine Sekunde. Amy wird gleich eine epische Blase platzen lassen. Ach, falscher Alarm. Oh oh, Lehreralarm. Stört es dich, wenn ich mir deine Notizen ansehe, Amy? Wow, sieh nur, wie unordentlich und ungepflegt deine Notizbuchseiten sind. Wie passiert sowas denn überhaupt? Ach, übel. Was ist denn mit deinem Notizbuch, Lilly? Ach, es ist genauso perfekt wie du. 1+, wie gewohnt. Hey, wie hältst du denn dein Notizbuch so ordentlich? Sieht so aus, als hätten wir einen raffinierten Papierhack zur Hand. Willst du uns etwas Wissen vermitteln, Lilly? Du kannst deinen eigenen Seitenschutz zu Hause erstellen. Falte einfach ein Quadrat Papier in der Hand und lege Ecke auf Ecke. Halte das Papier gefaltet, nimm eine Ecke und lege sie auf die obere Ecke. Mach dasselbe mit der anderen Seite. Sobald du die Falten verfestigt hast, klappe die Ecken auf. Pass die obere Ecke an die untere an und drücke den Falz nach unten. Stecke als nächstes jede Ecke in die Tasche, die du gerade gemacht hast. Stelle sicher, dass die Kanten so tief wie möglich eingesteckt sind. Drehe das Stück um, sodass das gefaltete Teil am weitesten von dir entfernt ist. Zeichne an der ersten gefalteten Ecke eine Form, die wie ein geschlossenes Auge mit Wimpern aussieht. Kreiere mit verschiedenfarbigem Papier einen Pony und klebe ihn wie folgt auf den Falz. Füge das glitzernde Horn hinzu und du hast dir ein Einhorn aus Papier gebastelt. Jetzt kannst du verhindern, dass sich die Seiten deiner Bücher und Ordner kräuseln. So süß. Danke für den tollen Tipp, Lilly. Mann, selbst die Lehrerin ist drauf reingefallen. Sieht so aus, als würde Kevin so gut wie alles in seinem Zimmer tun, bis auf seine Hausaufgaben. Kevin, was machst du denn da gerade? Du fängst am besten damit an, deine Hausaufgaben zu machen. Tja, das war's wohl mit dem Spaß, Kevin. Setz dich hin und mach dich an die Arbeit. Meine Arbeit ist hier wohl erledigt. Aber sobald die Mutter weg ist, fängt Kevin wieder an zu spielen. Videos in deinem Zimmer zu schauen ist ja schön und gut, aber du musst sicherstellen, dass du einen Fluchtplan hast. Klebe einen dieser Plastikhaken an die obere Ecke deiner Tür mit dem Haken nach unten. Klebe dann einen weiteren Haken knapp darüber an die Wand, wie hier gezeigt. Befestige dann ein Bungee-Seil mit einem Knoten am ersten Haken und ziehe ihn durch den zweiten. Ziehe das Seil dann auf die andere Seite des Türrahmens, wo du einen weiteren Haken hinklebst. Sobald es an diesem Haken festsitzt, befestige das Seilende hinten am Handy. So. Wenn du das nächste Mal Videos schaust, statt deine Hausaufgaben zu erledigen und deine Mutter dir einen Überraschungsbesuch abstattet, musst du dir nie Sorgen machen, auf frischer Tat ertappt zu werden. Sieht so aus, als würde Kevin endlich mal seine Hausaufgaben machen. Ach, nie hätte ich das geglaubt, dass der Tag mal kommen wird. Aber er hört wirklich auf mich. So, und so ganz einfach kannst du dich endlich wieder dem widmen, was dich wirklich interessiert. Eine Stunde lang Videos zu Verfolgungsjagden anschauen. Oh, hey Sophia. Hi.
Oh nee, der Marker ist über mein Zeug ausgelaufen. Das sieht so aus, als müsste ich mir ein bisschen Papier leihen. Du hast dein Notizbuch ruiniert? Ach, warte, ich zeig dir, was zu tun ist. Ich bin gut im Basteln, siehst du? Vielleicht kann Sophia Justin ein paar kreative Tipps geben. Ja, oder auch nicht. Moment mal, ich weiß genau, was zu tun ist, um solch ein Problem zu vermeiden. Nutze eine alte Pappschachtel, um einen Stifthalter zu basteln. Sobald du sie halbiert und eine Schräge gelassen hast, bedeckst du sie mit deinem Lieblingspapier. Ziemlich einfach, dieses Problem zu lösen, nicht wahr? Und dann klebst du noch ein paar kleine Magnete an die Rückseite, damit sie am Spind hängt. Am besten geht das mit Heißkleber. Perfekt, jetzt sind deine Stifte weit von deinen Sachen entfernt. Nach einem langen Tag kann das Malen eure Nerven beruhigen und euch beim Entspannen helfen. Ach, schaut, was für ein süßer kleiner Apfelbaum. Grün scheint eine gute Farbe für den Anfang zu sein. Wow, Bella weiß wirklich, wie man innerhalb der Linien bleibt, nicht wahr? Fertig. Aber es hatte seinen Preis. Das Einfarben der Haut ist das absolut Schlimmste. Vielleicht kann ich das alles abreiben. Oder vielleicht hilft das Papiertuch? Kommt schon, ihr hässlichen Flecken, lasst meine Haut in Ruhe. Na, vielleicht brauche ich was Stärkeres. Schutzkleidung? Wirklich? Sieht aus, als würden wir diese Spuren ein für alle Mal abschrubben. Mann, warum funktioniert denn das nicht? Ich gebe auf. Ich werde diese Flecken einfach für den Rest meines Lebens haben. Oh, Moment mal, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert dieser gelbe Textmarker. Hey, an diesem Punkt werde ich alles versuchen, um dieses Zeug loszuwerden. Das sieht so aus, als würdest du noch mehr Gelb auf deine Haut malen. Aber tatsächlich, siehe da. Wenn man die frische gelbe Farbe abwischt, kommen stattdessen all die dunkleren Farben auch ab. Na, da ich nun diesen Trick kenne, lohnt sich das Einfärben beim Malen umso mehr. Und als nächstes, dieser bezaubernde kleine Teddybär. Oh, ja, alle kennen dieses Geräusch. Zeit aufzustehen, Kevin. Nee, nicht auf die Schlummertaste drücken. Du musst zum Unterricht. Oh, oh, Kevin hat nun offiziell den gefährlichen Schlummerzyklus betreten. Ja, das war's jetzt. Psst, Kevin, du musst aufstehen, Mann. Oh, hab ich gut geschlafen? Nichts kann das Gefühl des Aufwachens ruinieren, wenn man sich völlig erfrischt und ausgeruht fühlt. Außer, wenn du merkst, dass du die ersten beiden Stunden deines Tages verschlafen hast. Oh, wenn ich mich ganz leise reinschleiche, merkt der Lehrer vielleicht nicht mal, dass ich zu spät bin. Oh, das war knapp. Wovon redet er denn? Fragst du dich, wie du deine Schlummergewohnheiten brechen kannst? Ich wünschte, dieses Ding hätte nicht so viel Macht über mich. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder die Macht zurückergreife. Wenn du einen stinknormalen alten Wecker wie Kevin hast, wirst du unmöglich die Schlummertaste drücken wollen. Hol dir einen Haufen Pinnnadeln und lege sie auf die Tasten deines Alarms. Klebe sie alle fest, indem du sie durch ein langes Stück Klebeband stichst. Autsch! Hoffen wir mal, dass das ausreicht. Gute Nacht, Kevin. Kevin, nee, die Pins. Oh, Wahnsinn, das hat tatsächlich funktioniert. Na, sieh mal, wer als erstes im Unterricht ist. Hey, Kevin, was machst du denn hier? Hä? Ich bin überrascht, dich hier so früh anzutreffen. Naja, ich bin wohl doch ein früher Vogel. Vergessen, für den morgigen Algebra-Test zu lernen? Schneide ein Radiergummi in der Mitte, ohne die Klinge vollständig durchzustecken. Schneide nun den Radiergummi in der anderen Richtung und nimm ein Stück heraus. Sobald das Stück draußen ist, lege es flach und offen hin. Nimm einen Klebestift und bestreiche beide Seiten mit Kleber. Schreibe alle Gleichungen, die du für den bevorstehenden Test benötigst, auf ein kleines Blatt Papier und klebe sie in den Radierer. Sobald es trocken ist, schließe ihn. Ich habe gehört, du verkaufst Radiergummis. Klar, ich nehme auch Süßigkeiten. Links haben wir Algebra, rechts Geometrie. Treff deine Wahl. Entscheide dich schnell. Ja. Okay, jetzt ab mit dir. In Ordnung. Es ist Prüfungszeit, aber im Gegensatz zum Rest der Klasse haben diese Mädels die richtigen Antworten parat. Oder Radiergummis. Oh Mann, diese Fragen sehen schwer aus. Gut, dass sie ein Backup haben. Oh ja, alles kein Problem. Wow, wer hätte gedacht, dass du all diese Formeln auf so ein kleines Stück Papier bringen kannst? Nein, kein Schweiß auf Amys Stirn. Vorsicht, Lilly, der Lehrer ist da. Okay, die Zeit ist um. Reicht eure Tests ein, Mädels. Wir brauchen nicht zu warten, um die Tests zurückzubekommen. Wir wissen bereits, dass wir es geschafft haben. Cool.